Schönen guten Morgen aus Graz. Herzlich willkommen beim heutigen Webinar zum Thema Gebrauchtmaschinenvermarktung und wie man Gebrauchtmaschinenvermarktung einfacher macht. Ich hoffe, es verstehen mich alle halbwegs gut. Ich sehe nämlich den, ja, schlagt aus. Bin ja das erste Mal, wo ich das wieder selber mache und mit aus Webinaren, mit Videokonferenzen machen wir vieles, aber trotzdem bin auch ich ein bisschen nervös, es richtig zu machen und das Tool richtig zu bedienen. Ich freue mich, dass schon einige Zuschauer da sind, ganz viele eigentlich. Ich werde aber ein bisschen mit euch jetzt plaudern, um noch weitere Zuschauer willkommen zu heißen. Vielen sage ich einmal herzlichen Dank für 20 Jahre Zusammenarbeit. 20 Jahre Landwirt.com ist doch eine wahnsinnig lange Zeit für ein Internetportal. Damals haben wir gestartet und ich kann mich noch gut erinnern, vor allem ist es mir jetzt auch wieder untergekommen, die Thermoskanne, die wir verteilt haben bei der GEMA in Wels, bei einer Gebrauchtmaschinenveranstaltung, weil es damals einfach noch üblich war, Maschinen auf die Welser Messe zu bringen und dort auszustellen. Und ich habe die Händler damals besucht und wir haben Glühwein gekocht. Kann ich mir noch super daran erinnern. Die Zeiten haben sich geändert, glaube ich einmal. Also es schaut inzwischen ganz anders aus. Ich meine, jetzt im Lockdown sowieso. Aber auch diese Messen gehören der Vergangenheit an. Also wir haben da sicher einiges bewegt und erfreulich bewegt. Hallo Florian, ich habe gerade gesehen, du begrüßt mich persönlich, das freut mich. Und ich sehe auch viele bekannte Namen da drinnen, die ja schon wirklich auch Erfahrung haben in der Vermarktung von Gebrauchtmaschinen. Manchen neuen Händlern oder manchen Händlern, die noch nicht so aktiv sind, habe ich heute noch geschrieben, ich sage euch, wie wir die Reichweite um 81% steigern können. Da sage ich sicher einiges dazu, weil wir neue Daten gekriegt haben, wie erfolgreich Modelle arbeiten. Und was ich sicher auch schon erfreulich heute sagen kann, die Reichweite auf Landwirt.com steigert sich nach wie vor. Heuer sogar wieder um einiges stärker wie die letzten Jahre. Wir haben 20% Reichweiten plus in den letzten 30 Tagen. Schon recht erfreuliche Zahlen. Also wir sind sehr happy, dass das so gut läuft. Und es läuft sehr gut, weil die Leute immer mehr am Handy aktiv sind. Das kann ich auch mit Sicherheit sagen. Also die mobile Nutzung nimmt laufend zu. Wir haben auch letztes Jahr oder kurz vor Ende des Jahres die Huawei-App in den Store gebracht, weil Huawei sich ja von Android getrennt hat, das nicht mehr verwenden darf auf den neuen Systemen. Jetzt hat Huawei uns als Erste gefragt, ob wir nicht unsere App auch für Huawei-Handys machen wollen. Das haben wir dann noch kurz vor Weihnachten fertig gemacht. Also alle, die ein Huawei-Handy haben, kriegen die App jetzt auch. Ich bin ehrlicherweise sogar überfragt zu wissen, wie viele Downloads wir bis jetzt haben, aber die App läuft. So, jetzt haben wir ein bisschen geplaudert, um die meisten Leute zu begrüßen. Wir haben auch schon 50 Zuschauer hier, das freut mich. Super, wir haben eh nur 100 Plätze. Also von dem her sind wir sehr, sehr gut besucht. Und ich versuche ein bisschen Marketinggrundlagen zu machen für viele Händler. Wohin geht es eigentlich? Warum entwickelt sich der Verkaufsprozess über einen langen Weg? Warum ist es eigentlich nicht nur das Einstellen der Maschine und der Kunde kauft, sondern es ist eigentlich viel mehr dahinter. Ich teile jetzt einmal meinen Bildschirm, die Präsentation. So, also 9 haben wir, jetzt können wir starten. Und ich habe mir dann überlegt, wie mache ich es. Es gibt Vorträge von mir aus 2002, wo ich schon Dinge gesagt habe, wie gute Beschreibung, gute Bilder, gute Darstellung der Maschine ist ein Erfolgskriterium. Und ich wollte nicht wieder das Gleiche erzählen, weil ich glaube, dafür kennen mich viele und viele haben ja schon viele Vorträge von mir gehört. Und darum habe ich es ganz anders gemacht und mich persönlich hergenommen. Das am Bild bin zwar nicht ich, aber ich war in der Situation oder bin in der Situation, ein neues Auto zu kaufen, weil mein Leasingvertrag in einem halben Jahr ausläuft. Und habe mich auf der Suche begeben nach einem Auto. Und eigentlich ist diese Suche bezeichnend für eine Suche nach einer Maschine, nach einem Gerät,
das jeden Tag bei uns auf landwirt.com passiert. Also was de facto nicht passiert, ist, dass der Kunde kommt, genau weiß, was er will und einkaufen geht. Das passiert in den seltensten Fällen. Er startet meistens, und darum sagen wir, oder darum ist es ja auch inzwischen im Duden bekannt, darum sagen wir, die Leute, darum googeln wir, also die meisten beginnen die erste Suche im Suchfeld vom Google. Es kann aber dann teilweise auch gar nicht sein, dass der gar nicht weiß, was er will, so wie in meinem Fall. Ich brauche ein Auto, ich weiß aber, ich habe verschiedene Vorlieben, habe eine Familie, zwei Kinder, also ich brauche eigentlich ein großes Auto, und ich beginne zu suchen, und ich habe diesmal einen sehr, sehr unterschiedlichen Prozess, und ich bin bis jetzt noch nicht fertig damit, ehrlicherweise. Meine Kollegen wissen, ich bin dann Tesla-Probe gefahren, weil, wie geht meine Präsentation jetzt weiter? Moment. Ah, das dauert. Bin dann Tesla-Probe gefahren, weil es eben super, super Förderungen für Unternehmer gibt im Moment. Also im Moment Mehrwertsteuer befreit, du hast keinen Sachbezug für Unternehmer, also für den Mitarbeiter, damit spare ich mir natürlich Geld. Es ist umweltfreundlich, ich habe da ein bisschen ein Fragezeichen dazu gemacht, weil da so hundertprozentig sicher sind wir uns da ja alle noch nicht, ob das wirklich so ist. Es ist ja ein cooles Fahrzeug, es hat ein Allrad. Eigentlich kann das viel, was ich brauchen könnte. Und auf der anderen Seite bin ich aber jetzt der klassische Charan-Fahrer. Den Charan bauen sie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob Sie das wisst. Der Charan wird eingestellt, das Werk auch geschlossen, weil diese Familienvans inzwischen von SUVs abgetauscht wurden. Die Alternative ist der klassische Galaxy. Also Familienschlitten, völlig anderes Auto, hat eine super Ausstattung, ist aber ein Dieselfahrzeug, hat gewisse Nachteile im Vergleich zum Elektrofahrzeug. Also wirklich zwei völlig konträre Autos, die ich mir da anschaue, und ich weiß es nicht. Und jetzt kommt das Kundenerlebnis dazu. Wie schafft es der Händler, mich drauf zu bringen? Wie schafft es die Webseite, mich zu fangen? Wie viele Berührungspunkte habe ich mit diesem Autohaus, diesem Händler? Und ich muss sagen, da sind beide sehr, sehr gut. Also es ist definitiv nicht so, dass der eine Händler wesentlich schlechter war wie der andere. Aber diese Einfachheit von Tesla ist schon sehr, sehr überzeugend. Also der Konfigurator beim Tesla, da gibt es nur relativ einfache Grundausstattung, also relativ einfache Ausstattungen. Du verstehst das Auto relativ schnell. Und eine Story, die mich besonders begeistert hat, ich habe dort angefragt, habe gesagt, ich habe zwei Kinder, ich glaube aber ehrlicherweise, dass das Auto fast ein bisschen zu klein ist, ich würde es gerne am Wochenende probieren, mit den Kindern ausfahren und mit dem ganzen Equipment, was wir halt immer mit haben. Und viele von Ihnen wissen es ja, meine Kinder sind Skispringer, du hast viel Equipment, lange Ski, viel Zeug, viele Schuhe, Auto ist voll gerammelt. Ich habe gesagt, ich möchte es ausprobieren. Und das Lustige war, zwei Minuten später auf die E-Mail-Anfrage auf der Tesla-Webseite kam die Antwort, ja, das geht schon, du kannst das Probe fahren, das Wochenende geht leider nicht, das geht nächstes Wochenende. Gesagt, getan, nächste Wochenende bin ich Probe gefahren, es hat alles bestens funktioniert, die Autoübergabe super easy, auch im Lockdown mit Maske, aber sehr, sehr professionell. Sehr, sehr professionelle Erklärung, einfache Einschulung, alles perfekt. Ich habe mich super wohl gefühlt, muss ich sagen. Auch die private Handynummer weitergegeben, wenn du am Wochenende Probleme hast, nicht weiter weißt, dann rufst mich einfach an. Und diese Service-Komponente von der ersten E-Mail-Anfrage bis zum Abschluss, bis zur Übernahme des Fahrzeuges, bis zum Service während dieser Probefahrt, bis zum Zurückgeben, das genau das Gleiche ist, wenn du am Montag in der Früh zurückkommst und wir sind noch nicht da, gibt es ein Schlüsselfach, wo du den Schlüssel einlegst, du wirst dann angerufen, ob alles gepasst hat, es ist einfach Service dahinter. Und man beginnt dann natürlich zu recherchieren, der Kaufprozess ist gestartet mit einer einzigen
Version auf der Webseite mit dieser Probefahrt, aber man beginnt dann schon recherchieren. Wie zufrieden sind andere Kunden mit dem Fahrzeug? Was machen andere Kunden dazu? Immer wieder wird im Internet gesucht nach Dingen, die eben gemacht werden. Also der Kauf ist nicht, ich weiß, was ich will, ich gehe dorthin, frage nach, sondern es ist ein langer, langer Prozess. Und wir alle arbeiten mit Investitionsgütern, die in einer Preisklasse sind, wo man nicht heute entscheidet, morgen kauft. Aber wenn man dabei ist zu kaufen, dann will man in dem Prozess bedient werden. Was man auch bedenken muss, es gibt ganz viele Einflüsse von außen, die diese Kaufentscheidung auch noch beeinflussen. Beispielsweise, wie sympathisch ist mir der Verkäufer? Ist der überhaupt freundlich? Vielleicht ist der arrogant und glaubt, der will gar nicht kaufen. Uralte Geschichte, die ich selber erlebt habe. Ich wollte mal einen BMW kaufen und der BMW-Verkäufer hat man den damals nicht verkauft, aber ich bin mir sicher, hat man deswegen nicht verkauft, weil ich mit Turnschuhen und Turnhose gekommen bin, kurz vorm Sport. Der hat gesagt, ja, ich melde mich schon wegen einer Probefahrt, aber ich weiß auch nicht. Also meiner Meinung nach hat er einfach geglaubt, die kann man denn nicht leisten. Ich bin dann am gleichen Tag zum Audi-Händler gegenübergefahren und der hat mir einen Audi A6 verkauft, schon lang her, weil der das einfach sehr, sehr professionell gemacht hat, weil man der einfach erklärt hat, die Vorteile, die Unterschiede zum BMW und Co. Es ist ein langer Prozess, eine Customer Journey vom ersten Kontakt bis zum Kauf. Und diese Customer Journey, da sind wir wirklich nur ein kleiner Teil davon. Also wir sind wirklich nur ein ganz kleines Rad in diesem Prozess. Und es sollte jeder von Ihnen, von euch, wirklich einmal selbst am Betrieb überlegen, wo können Kleinigkeiten verbessert werden. Eine Kleinigkeit wäre zum Beispiel der professionelle Telefonanruf. Professionell mit dem relativ schnelle Rückfragen. Also Kunde fragt an, möchte irgendwas kaufen, weiß er noch gar nicht hundertprozentig, was er kaufen möchte, ruft das erste Mal an. Ihm im Verkauf, im Gespräch zu halten, ihm zu versuchen, also einmal zu versuchen zu erfahren, was der Kunde überhaupt genau kaufen will. Vielleicht ist er noch weit weg vom richtigen Kauf. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich verbracht habe inzwischen, um diesen Tesla mit dem Galaxy zu vergleichen oder sogar mit dem VW California, wieder ein völlig anderes Auto, wo wir überlegt haben zu kaufen. Und du recherchierst im Internet, du bist auf Testberichten, auf verschiedenen Bewertungsseiten, schaust dir YouTube-Videos an in diesem Prozess. Und nur ein ganz kleiner Punkt ist diese Präsentation auf landwirt.com, wo die Maschine präsentiert wird. Es sind viele andere Prozesse dazu auch noch wichtig zu betrachten. Und über die sollte man einfach immer wieder mal nachdenken. Wie schaut das Angebot eigentlich aus? Kriegt man ein professionelles Angebot per E-Mail oder auf dem Postweg? Ich weiß, dass da einige Händler gibt in Österreich, die wirklich ganz professionelle Angebotsmappen inzwischen produzieren, wo der Kunde wirklich was Cooles kriegt, oder? Was in vielen Autohäusern schon seit langer Zeit üblich ist, dieses After Sales. Du kriegst ein Foto, wenn du das Auto übernommen kriegst. Du wirst bewirtet. Wie viele sinnvolle Gespräche gibt es, wenn man vernünftig, bei Tesla bin ich natürlich im Lockdown jetzt nicht bewirtet worden, aber diese professionelle, einfache Übergabe. Und ich habe dann gesagt, ich möchte das große und das kleine Modell miteinander vergleichen. Also am besten am nächsten Tag mit dem kleinen fahren. Ja, organisiere ich dir. Du fährst nächsten Tag den 3er und am Vortag den S, damit du die Unterschiede siehst. Also all dieses Wohlgefühl, diese Wohlgefühlatmosphäre ist massiv wichtig, um sich wohlzufühlen und um zu kaufen. Und diese Dinge sollte man eigentlich laufend optimieren und verbessern. Und das sind Social Media Postings, Übergaben, eigentlich der eigene Betrieb, wenn man da reinkommt. Also
einmal Agritechnica vor, als die Agritechnica noch Agritechnica war, als es die Messe noch gab, ist mein Auto, hat ein Problem gehabt. Ich bin zum Servicehändler dort gefahren. Das Erste, was ich dort gekriegt habe, ja, das machen wir, ist zwar voll stressig, November, wilde Zeit, aber du hast da hinten eine Lounge, wo du sitzen kannst, ein WLAN ist auch dabei. Und in Wahrheit war dieses Autoservice, das eigentlich ein Problem ist, Auto hat nicht funktioniert, ich hätte es gebraucht, dann für mich fast ein bisschen Wohlfühloase, weil ich bin dorthin in diese Lounge gegangen, habe das WLAN gehabt, habe einen Kaffee gehabt und habe eine halbe Stunde meine E-Mails abgearbeitet in Ruhe und habe eigentlich danach das Gefühl gehabt, super war es, das hat alles bestens funktioniert. Also all diese Dinge bitte unbedingt mit beachten im Verkaufsprozess. Wir sind ein kleines Rad davon, ein wichtiges, wie wir wissen, aber wir können eigentlich nur Kleinigkeiten beeinflussen. Aber wir sollten ja darüber reden, was können Sie über uns erreichen, was können Sie verbessern, welche Touchpoints können wir überhaupt bieten, damit Sie den Weg zum Kunden finden. Und Sie wissen ja, es ist wesentlich schwieriger geworden inzwischen, zum Kunden zu kommen. Landwirt.com ist auf vielen Kanälen unterwegs. Also wir haben ja nach wie vor ein sehr, sehr erfolgreiches Printprodukt, das Landwirt.com-Journal. Für mich wahnsinnig überraschend. 10.000 Abonnenten. Die Leute haben eigentlich 100% dieser Anzeigen auch online abgebildet. Trotzdem lesen sie es gerne auf Papier und kriegen genau die gleichen Anzeigen, die auf Landwirt.com sind, zweimal im Monat auf Papier gedruckt und es funktioniert perfekt. Dann die Webseite selber, die ganzen Apps, da ist auch Huawei schon dabei und die ganzen Social-Media-Kanäle stehen Ihnen echt zur Verfügung, um dort Reichweite zu machen. Und das ist ganz massiv wichtig. Und ich habe ja gesagt, ich verrate, wie man 81% mehr Reichweite auf Ihre Detailseitenansichten bringt und mehr Reichweite sind mehr Anfragen. Sie wissen, das ist ein ganz einfaches Gesetz. Mehr Frequenzen an Shopping-Cities sind mehr Verkäufe. Darum ist ja die beste Lage in der Shopping-City für die Leute teurer wie andere Lagen. Die Seitengasse ist halt nicht so wichtig wie die Hauptstraße. Und wir haben es ausgewertet. Wir haben gestern folgende Abfrage gemacht. Händler mit zwischen 80 und 100 Maschinen. Im Basistarif und genau das Gleiche mit den Premium Plus und Goldhändlern, also Händler, die 80 bis 100 Maschinen hatten, weil sonst ist es nicht vergleichbar. Es ist nicht vergleichbar, wenn ich einen Händler mit 1000 Maschinen mit 20 vergleiche, weil da kommt natürlich eine unterschiedliche Detailseitenansicht raus. Die haben wir miteinander verglichen und haben gesagt, warum, also wie viel mehr Reichweite kriegt der Premium Plus und Goldhändler im Vergleich zum Basishändler, und das sind definitiv 81%. Bei den Anfragen ist es nicht so ganz so viel. Es sind 43% mehr Suchagenten verschickt worden, 44% mehr SMS, 48% mehr Anfragen per E-Mail, mehr gestellte Fragen und mehr Telefonanrufe. Also jeder dieser Werte ist definitiv stärker. Ich habe es in dieser Dimension noch gar nicht gekannt, ehrlicherweise. Wir haben es wirklich gestern erstmals ausgewertet. Zahlen sind ganz, ganz aktuell. Also wirklich Gleiches mit Gleichem verglichen. Händler mit anderen Tarifen haben mehr Reichweite. Und sie bauen viel mehr Vertrauen auf. Das ist noch der viel wichtigere Punkt. Und darum habe ich jetzt auch, bevor wir dann wirklich im Konto nachschauen und Ihnen jeden ein paar Tipps geben, wie Sie das eigene Konto noch optimieren, und da sind Kleinigkeiten möglich, habe ich trotzdem die Folien noch heute reingegeben. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem klassischen Basis- und den Premium-Tarifen? Warum zahlt sich das für den Händler aus? Und man sieht es auf der Folie sehr, sehr gut. Also der Premium Plus oder Premium Gold Händler hat einfach viel mehr Fläche zur Verfügung, sich zu präsentieren, und er wird viel ruhiger präsentiert. Klar, der Tarif ist höher, darum wird er besser präsentiert, aber was viel wichtiger ist davon, diese Vertrauenskomponenten, die Google-Bewertungen, zu denen wir dann später noch kommen. Ich glaube,
Jeder von, und das sollte man vielleicht gleich als erstes einmal ausmachen. Also wenn wir heute über Google My Business sprechen, also über diesen klassischen Google-Eintrag, Kunden suchen nach einem Händler, finden den auf Google und der kriegt viel mehr Platz eingeräumt und diese Bewertungen lesen sich viele Leute da durch. Ich meine, wir wissen es ja bei den Hotelplattformen, dass das das Wichtigste überhaupt ist. Aber auch bei uns, also ein Händler, der gute Bewertungen hat, der überhaupt Bewertungen hat, ist natürlich wichtiger wie ein anderer. Der riesengroße Vorteil für Sie, Bewertungen kosten nichts. Sie können es relativ gut beeinflussen, indem Sie zufriedene Kunden bitten zu bewerten. Darum meine Bitte sofort, landwirt.com GmbH Graz, suchen Sie es und bewerten Sie es irgendwann im Laufe des Tages. Einmal schreiben Sie uns kurz rauf, was Ihnen bei uns gefällt, was Ihnen auch nicht gefällt, durchaus gerne auch. Wir freuen uns natürlich über positives Feedback, aber wir nehmen auch negatives gern auf, weil diese Bewertungen natürlich diese Kommunikation mit dem Kunden verbessern und auch optimieren. Und ich weiß, es ist ab und zu sehr, sehr unangenehm, wenn man negatives Feedback im Diskussionsforum oder auf einer Bewertungsplattform sieht. Aber Sie haben zum einen die Möglichkeit, dazu zu schreiben und zu sagen, hey, das war ja gar nicht so, wie du das darstellst, das war ganz anders. Oder es tut uns leid, es ist uns da wirklich ein Fehler passiert, es ist wirklich was daneben gegangen, wir werden das so und so ausbügeln. Und ich habe es extrem oft geschafft bei App-Bewertungen. Wir hatten einmal einen Fall, da waren in unserer App, da gab es ein Telefon, das Caterpillar baut auch Telefone, wusste ich nicht, ein Cut-Telefon, das hat immer wieder Fehler gemacht mit unserer App. Und da haben wir irrsinnig viele Kunden negative Bewertungen geschrieben und nachdem wir uns darum gekümmert haben, gesagt, schickt uns das Problem und wir versuchen es zu lösen, haben wir sehr oft gekriegt, boah, super Kundensupport, die haben sich wirklich darum gekümmert, die App funktioniert jetzt auch wirklich. Also von dem her kann man Bewertungen auch als Chance sehen. Basis zu Premium Plus, das Ranking ist besser, also die Händler werden höher gerankt und damit Vertrauensverstärkern versehen. Und im Internet Vertrauensverstärker aufzubauen, ist gar nicht so einfach. Aber wie kann man das machen, indem man Logos platziert, Vertrauenslogos, Premium Plus, Premium Gold, indem man das eigene Logo überhaupt sichtbar macht und indem man sehr, sehr professionelle Bilder nimmt und diese Marke auch im Internet gut und richtig darstellbar macht. Ich meine, wir haben ja einen der ganz, ganz erfolgreichen Händler bei uns auf dem Screen. Immer sehr, sehr gute Foto. Immer dieses Markenbranding gut sichtbar. Also man sieht dann, bei wem er ist. Man sieht, das ist ein vernünftiger, großer Betrieb, der dahinter steckt. Man sieht sein Logo und man sieht sehr, sehr gute Beschreibungen. Das ist einfach, aber das ist immer noch extrem wirksam und wir geben es eben dort auch aus, damit es sichtbar ist und das bringt extrem viel mehr Reichweite und natürlich auch mehr Anfragen, weil wenn das Vertrauen groß ist, dann fragt man auch eher an. Dann haben wir eine viel bessere Statistik, die schauen wir uns dann aber direkt im Konto noch an. Also wir schauen uns direkt im landwirt.com-Konto dann an, wie die Statistik ausschauen kann. Retargeting, die Folie ist alt, aber immer noch sehr, sehr effizient und wir können es vielleicht dann auch an einem Beispiel sehen. Also ich habe es gestern am Abend wieder auf Willhaben sehr, sehr gut gesehen, wie gut unser Retargeting wirklich funktioniert. Kunden sind bei uns auf der Seite und gehen auf andere Seiten weiter und sehen ähnliche Anzeigen, also ausgesuchte Angebote. Und wenn Sie jetzt wieder an diesen Prozess denken, die Kaufentscheidung fällt nicht heute, nicht morgen, sondern oft innerhalb von einem Jahr. Und Sie brauchen viele, viele Berührungspunkte mit dem Kunden, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erregen, dann wissen Sie erst, wie wichtig das ist. Für uns sind diese Berührungspunkte extrem wichtig, um alle Social-Media-Kanäle zu bedienen und all diese Dinge gut zu machen. Und das sollten auch Sie machen und Sie können es mit relativ einfachen Mitteln, weil das ist vollautomatisiert und Sie kriegen diese Sichtbarkeit mit. Also das macht schon absolut Sinn. Also das ist zum Beispiel ein Screen, schon älterer natürlich, auf Willhaben.
Dann Videos. Es ist noch nie einfacher gewesen, einfache Videos zu produzieren. Jeder von Ihnen hat inzwischen oder fast alle haben inzwischen ein Smartphone. Jedes Smartphone kann halbwegs vernünftige Videoqualitäten produzieren. Trauen Sie sich echt drüber. Wir können heute kein Video-Workshop machen, aber für mich ist immer noch das erfolgreiche Video, das ein Produkt gut erklärt, das Dinge zeigt, die der Kunde sehen möchte. Und es wirklich einfach produzieren. Also es muss kein hochprofessionelles Video sein. Es ist, hat immer für und wieder. Es sind auch gute Videos über den Betrieb. Da muss man sich schon sinnvoll darstellen. Weil ein Kundenvideo muss erfolgreich sein. Aber normale Videos sind echt wichtig und sind einfach zu erstellen. Diese Statistiken auf unseren Social Media und das überspringe jetzt, weil es gar nicht so wichtig sind, die Reichweiten ehrlicherweise auch, weil ich hoffe, alle von Ihnen haben einen Zugang zum Adminbereich von landwirt.com bei der Hand und können vielleicht gleich mitmachen. Das wäre nämlich fast das Wichtigste. Ich muss nochmal nur kurz. Ich habe gleich einmal als erstes eine Frage an Sie. Welcher Vertriebskanal ist für Sie besonders wichtig? Und gebe euch allen die Möglichkeit, also ich habe Social Media als Version, Suchmaschinen als Version, landwirt.com als Version, Zeitungswerbung, Veranstaltungen, die eigene Website, Folder, Postwurfsendungen. Was ist für Sie besonders wichtig? Was ist eher weniger wichtig? Super, es tut sich ja schon einiges. Ich gebe euch noch kurz Zeit. Ich glaube nämlich, die Wahrheit liegt im gesunden Mix. Also es gibt gar nicht die ganz richtige und die ganz falsche Antwort, sondern die Wahrheit ist, dass es eigentlich für jeden individuell ist. Ich habe gerade eine Frage vom Alessandro. Ah, die Webseite. Ich beende jetzt die Umfrage einmal. Hey, wir haben gewonnen. Ich habe mir bewusst an die dritte Stelle gestellt, weil ich mir gedacht habe, damit wir nicht so deutlich vorn sind. Aber es freut mich und man sieht, wenn man jetzt Social Media, Suchmaschinen, Landwirt.com, also alles Online-Kanäle hernimmt, die eigene Webseite, super. Danke auch dafür, weil ich glaube nämlich, dass das schon von den einen oder anderen massiv unterschätzt wird. Also eigene Visitenkarte, eigene sinnvolle Webseite, bitte denkt daran. Super, super wichtig. Zeitungswerbung wird 19% weniger wichtig. Veranstaltungen, ich hoffe, die gehen demnächst wieder, die sind wichtig. Ich glaube auch, dieser persönliche Kontakt, das miteinander reden. Ah, habe ich die Resultate gar nicht freigegeben, habe ich gesehen. Jetzt dürften Sie die Resultate auch sehen, oder? Aber sieht man dann eben in der Aufzeichnung auch. Und ich beende diese jetzt einmal. Und jetzt mache ich noch jetzt. Beenden Sie die Umfrageresultate. Freigeben. Warte, ich muss jetzt schnell schauen, wie ich zur nächsten komme. Okay. Komme jetzt einmal nicht zur nächsten, darum gehe in den Adminbereich von landwirt.com. Ich muss den erst suchen. Moment. Genau. So, teilen. So, jetzt bitte ich alle, die einen eigenen Zugang haben, also die selber in den Adminbereich gehen können, vielleicht einzusteigen, weil es gibt ein paar Dinge, die man gleich durchführen kann und die man gleich selber machen kann, um das eigene Konto zu verbessern. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei den Basistarifen funktioniert, also all die in einem Basistarif sind, denen können wir definitiv kurz auch an Premium Plus freischalten zum Testen dann.
bitte kurz das E-Mail an mich oder an das Sales-Team. Die können das definitiv machen. Wir schauen uns aber als erstes den linken Punkt unten, das ist nämlich nicht für alle freigeschalten, Erfolgsreporting an. Ja, geht nicht. Ich muss schnell in mein Versteigerungsland. Ich kann leider natürlich kein Konto von irgendeinem Kunden zeigen. Jetzt haben wir unser eigenes Versteigerungskonto, das ich hergenommen habe, um das zu zeigen. Und da haben wir halt jetzt keine vernünftigen Angebote, weil wir selber ja keine Maschinen verkaufen. Was wir aber haben, ist so eine Pickerl-Aktion, Landwirt und Stolz darauf. Jetzt haben wir halt eine Anzeige mit Landwirt und Stolz darauf gemacht, um ein paar Zahlen dazu zu kriegen. Wir können uns die einen echt anschauen. Wir haben uns natürlich den Goldtarif gegönnt, um die Funktionen zu zeigen. Und haben hier schon eine Funktion gemacht, die viele nicht müssen, die Premium Plus Kunden sind. Man kann Termine eintragen und die werden dann bei der Anzeige sichtbar und auch direkt verlinkt. Also damit kriegt man die Möglichkeit, einen Link auf die eigene Seite zu haben, wenn es wirklich ein Termin ist. Also bitte keine Dinge eintragen, die mit Terminen nichts zu tun haben. Das ist eine Funktion, die wir uns dann gleich im Konto anschauen. Das zweite, es gibt diesen Bereich Händler-News und da habe ich gesehen, ich würde sagen, erst 20% aller Händler, die die Möglichkeit haben, das zu nutzen, machen das. Die können nämlich diese News erstellen, plus zwei Maschinen dazu wählen und bekommen mehr Platz im eigenen Konto. Die Bewertungen eingebunden natürlich. Und unten sieht man auch schon den Chatverlauf, also ein relativ ruhiges Angebot schon mal. Und jetzt schauen wir mal auf dem Navigationspunkt Erfolgsreporting. Die es freigeschalten haben und noch nicht nutzen, bitte mal reinklicken. Und im Erfolgsreporting sieht man jetzt die aktuellen Userzahlen, 1940 User sind jetzt im Moment auf landwirt.com online. Ah, ich habe da gerade eine Frage bekommen, jetzt muss ich nur schauen, bitte in den Chat reinschreiben. Wo habe ich denn? Moment. Aber ich glaube, wir machen einfach ein bisschen später dann die Fragen. Auf alle Fälle schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Man sieht, welcher Tarif, man sieht, wie viele Angebote, man sieht, wie viele Angebote über das Jahr online sind. Und man sieht schon in den Ampeln, wie gut die Dateneingabequalität ist. Und wenn Sie da grün sind, und ich erkläre dann ganz kurz den Unterschied, wenn Sie da grün sind, dann sind Sie super unterwegs. Wir haben noch Steigerung, wobei es bei uns halt sehr schwierig ist mit den Produkten, die wir anbieten. Ich muss das da runterschieben, weil wir halt nicht die ganzen Definitionen durchwählen können. Man sieht, wir haben 10.000 Detailansichten gehabt, wir haben 14 Telefonanrufe, also Klicks auf die Telefonnummer gehabt, 30 E-Mail-Anfragen. Und für uns wichtig, weil wir sind ja Versteigerungsaccount, wir haben 1.504 Leute zur Online-Auktion gebracht, wo wir ja immer wieder Produkte von Ihnen versteigern. 427 sind über den Suchagenten verschickt. Wir haben nicht immer Maschinen online, also bei Ihnen ist das durchgefüllt und Sie sehen auch den Unterschied. Wie viele Kunden kommen direkt über uns und wie viele kommen über ihre Gebrauchtmaschinen-Einbindung? Da wir Aktionen machen, sieht man natürlich diese Aktionsausreißer auch. Aber auch wenn Sie Aktionen machen, wenn Sie Preishammer buchen, sehen Sie die Unterschiede im Ausschlag. Und dann kann man natürlich auf Angebote reinklicken. Also Statistik, Übersicht, Angebote und Preishammer. Bei den Angeboten, wir schauen uns jetzt den Case Farmlift, den wir in der Versteigerung hatten, an. Der ist jetzt am 25.11. erstellt worden, hat eine Standzeit von 52 Tagen. Das ist nämlich bei Ihnen auch wichtig, wie lange ist ein Angebot online? Vielleicht ist das schon uralt und gehört einmal aktualisiert. Und ich habe letztes Jahr ein kleines Beispiel gemacht. Ich habe einen Händler, der hat angefragt nach einem Premium-Tarif.
Und das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe eine Maschine genommen, die eine sehr, sehr alte Laufzeit, also sehr, sehr lang im System war. Und habe diese Maschine mit einem Preishammer versehen und habe sie wieder aus der Versenkung hervorgeholt. Und übers Wochenende hat er die Maschine verkauft und damit habe ich ihn überzeugt, wie wichtig eigentlich diese Möglichkeiten, diese Verkaufsinstrumente sind. Und man sieht da, er hat zwei Telefonnummern geklickt gehabt, na klar, bei uns kann er nicht viel erfragen. Weiterleitungen gesamt 1100, Shops haben wir natürlich nicht, aber wir haben irrsinnig viele User auf die Versteigerung gekriegt, 1012, der ist ja auch gut versteigert worden dann am Ende des Tages. Und die Werte sollten Sie auswerten. Und da kommen es verschiedene Möglichkeiten. Sie können einmal sagen, das kann da jeder von Ihnen gleich mitmachen, die Ältesten zuerst und holen Sie sich die gelöschten Angebote raus, weil sonst haben Sie die gelöschten auch noch dabei. Und Sie finden vielleicht da jetzt Anzeigen drinnen, an die Sie gar nicht mehr gedacht haben. Und das Lustige ist, da sind oft, und das sehe ich oft in Konten, da sind oft Anzeigen drinnen mit Produkten, die 20, 30, 40.000 Euro kosten. Und mit denen sollte man sich beschäftigen. Da sollte man bewusst überlegen, hey, welche Aktion könnte ich starten, um diese Maschine zu verkaufen? Und es kostet nicht viel, am Preishammer zum Beispiel zu buchen oder irgendeine Hervorhebung. Oder die einfachste aller Mittel, die Maschine rausfahren, schön neu fotografieren mit neuen Fotos und neuer Beschreibung versehen, weil vielleicht das, ich meine, es ist zwar ein alter Hut, das Winterfoto halt nicht mehr so super ist wie im Sommer oder umgekehrt, das Sommerfoto einfach zeigt, dass, ja. Dass halt jetzt, dass die Maschine schon lang steht. Das ist für alle klar erkennbar. Also da zu filtern, am wenigsten angesehen, welche Maschinen werden kaum angeschaut, macht da absolut Sinn, sich das anzuschauen. So, dann die Funktion Preishammer. Da sieht man, ich meine, wir haben das sofort als Preishammer gebucht, das empfehle ich jetzt nicht. Also sinnvollerweise würde ich eine Maschine neu einstellen, die Reichweite der bevorzugten Rankings bei einer neu eingestellten Maschine einmal am Anfang nutzen. Das ist übrigens auch ein Tipp, den ich für jede Social Media Aktivität gebe. Auf Facebook zu posten und sofort zu bewerben, ist meines Erachtens völlig falsch. Sondern zuerst organische Reichweite nutzen und dann erst Werbung dazu kaufen. Und das ist bei uns auch. Also das, was wir da machen, ist falsch, aber ich sehe es oft. Also zuerst Maschine einstellen, ein paar Tage wirken lassen und dann den Preishammer buchen, dann haben sie viel eine schönere Kurve. Da sieht man es sehr schön, aber da sieht man komplett, der Case hat am Anfang organische Reichweite gehabt, relativ wenig und dann hat die Lisa damals entschieden, okay, jetzt bewerbe ich den intensiver, weil jetzt ist der Zeitraum, wo es wirklich darauf ankommt, einen guten Preis zu kriegen. Und du kriegst dann sofort in dem Fall von 67 auf 295 Detailseitenaufrufe am Tag. Aber rechnen Sie den Wert hoch, da sind wir wesentlich über diesen besagten 81% mehr Reichweite. Es muss nicht eine Preisaktion sein. Es kann eine Preisaktion sein, muss es aber nicht. Es könnte auch was anderes sein. Also es könnte auch zum Beispiel eine Top-Platzierung sein, dass sie nur höher rankt. Und ich wechsle jetzt einmal kurz auf eine klassische Suche. Fendt 312 kaufen. Also der Kunde, der weiß, was er will, beginnt dann mit so einer Google-Anfrage und sucht nach einem Suchbegriff. Ich habe das jetzt heute in der Früh schon einmal ausprobiert. Und Sie müssen eines bedenken, wenn Sie jetzt ein Fendt 312 hätten und als Preishammer definiert und der Kunde startet seine Session nicht auf Landwirt im Suchfeld, das tun auch viel weniger wie das. Googeln oder inzwischen
Bing zu nutzen, weil es auf vielen Computern vorinstalliert ist, oder sogar eine Sprachsuche bei Mobiltelefonen zu nutzen. Das passiert gar nicht so selten. Oder das ist eigentlich die Regel. Das ist nicht die Ausnahme, sondern ist die Regel. Man sucht. Und wenn ein Kunde auf diese Landingpage kommt und sie haben einen Preishammer gebucht, dann sind sie da jedenfalls auf den ersten Treffern dabei. Und ich meine, da haben wir eher wieder ein Beispiel eines Händlers, der es sehr, sehr erfolgreich macht und sehr, sehr viel natürlich in den Bereich investiert. Weil das ist ein Vertrauensverstärker. Auch wenn der Kunde jetzt im Verkaufsprozess noch ganz weit, weit weg ist vom richtigen Verkauf. Er sieht die Marke, er erinnert sich an die Marke, er weiß, die Marke ist hat sogar Qualitätssiegel für ihn unterbewusst. Er hat vielleicht dann schon einmal einen persönlichen Kontakt mit Mitarbeitern. Er war am Messestand einmal dort. Das sind alles so verstärkende Maßnahmen, dass der dann letztendlich im Verkaufsprozess auch wirklich, wirklich kauft. Also von dem her, eine Suche beginnt nicht bei uns auf der Startseite, leider nicht, sondern bei Google. Kunde googelt. Und es ist nicht so, wie viele glauben. Also wir müssen das immer wieder den Leuten sagen, es ist nicht so, wie ihr glaubt. Das Argument kommt nämlich sehr, sehr oft, viel zu viele Preishammer, da schaut doch keiner durch. Das haben wir nicht einer gesagt, sondern viele. Aber ich nehme jetzt irgendeine Maschine, keine Ahnung, ob es funktioniert, könnte aber sein, und gebe es ins Google-Suchfeld. Da haben Sie gesehen, wie schnell das geht. Kunde sucht, ist auf der Detailseite, in dem Fall auf der Detailseite des Händlers, und war gar nie auf der Startseite, ist gar nicht durch die Navigation geswitcht. Der macht das nicht so, wie wir glauben, dass er hier den Filter ansetzt, sagt Traktoren, dass er sagt Standard-Traktoren, dass er sagt Fendt. Das machen sehr, sehr wenige. Ich meine, natürlich machen das auch Leute. Aber der klassische Weg ist, der beginnt zu recherchieren, zu suchen, auf verschiedene Wege reinzugehen. Und von dem her ist es so wichtig, das zu verstehen. Und vor allem auf einem Mobiltelefon, wir haben ja jetzt am Browser einen klassischen, auf einem Mobiltelefon ist es sogar noch entscheidender, dass man da ganz oben rankt. Und das sind die Verkaufswerkzeuge dazu. Jetzt klicken wir mal auf meine Daten. Wer hat sich diesen Bereich einmal angeschaut und hat das auch ausgefüllt? Siehst, wir haben auch keine Öffnungszeiten hinterlegt, wir haben auch nicht alle Daten da drinnen. Bitte das einmal einfach durchausfüllen, aber wirklich die Beschreibung überarbeiten, das YouTube-Video vielleicht austauschen, das Logo. Da steht ja die optimale Logo-Größe, und da habe ich auch viele, viele Plus-Händler gestern gesehen. Ich meine, ich wollte ja keinen einzelnen persönlich ansprechen, es sind sicher einige da heute, wo das Logo noch zu klein ist, wo das Logo sehr, sehr alt ist, wo das Logo einfach nie überlagen ist. Und eigentlich durchsuchen, neu hochladen, das war's. Auch die Kategorien, die wir zwar noch nicht so nutzen, aber es könnte sein, dass wir es einmal nutzen, einfach einmal durchaus ausfüllen. Und, das habe ich auch schon oft gesagt, ich habe es heute nicht mehr geändert, dass wir da auch kein Foto drinnen haben bei der Ansprechperson. In Wahrheit, eine Ansprechperson mit Foto ist ein definitiver Vertrauensverstärker. Ein Angebot mit einer Ansprechperson dabei ist auch ein Vertrauensverstärker, weil ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Das sollten auch die Verkäufer selber für sich nutzen, eigene Brand aufzubauen, weil sie halt einfach als Gesicht bekannt werden. Einfache Möglichkeit. So, was viele nicht wissen, es gibt immer wieder Möglichkeiten, kostenlos bei uns Dinge zu tun. Sie haben zum Beispiel, viele haben ein kostenloses Gebrauchtmaschinenkontingent vom Landwirt drinnen. Da steht Guthaben 10, ich weiß jetzt nicht, wie es bei allen steht, bei manchen, die haben Guthaben gekriegt und die nutzen das gar nicht. Und in Wahrheit könnte man das Guthaben hernehmen und was buchen.
Ich zeige das Buchen jetzt auch ganz kurz her, es ist eh nicht schwer, aber trotzdem, man geht auf Angebote, man sieht alle Angebote und das Trick daraus, es gibt eine Tabellenansicht, die oft offen ist und da funktioniert das nicht. Man muss auf Detail klicken. Hat man das gesehen? Also Tabelle funktioniert nicht, funktioniert das Buchen nicht, man muss auf Detail gehen. Und wenn ich auf Detail gehe und sage, ich möchte das buchen und jetzt buchen, kann ich überall dort buchen, wo ich Kontingente habe. Ich habe jetzt ein Angebot für die Bauernzeitung zur Verfügung und das auch da haben einige von Ihnen Guthaben, könnte ich buchen. Oder ich könnte für den Landwirt buchen. Ich sage einfach auswählen, sagt, was ist als Preisheimer gebucht, soll als Preisheimer in der Buchung und ich speichere das und das ist dann in der nächsten Ausgabe vom Landwirt gebucht. Und in diesem Bereich Werbung können Sie dann auch wieder reingehen, raufklicken, weil es kann ja doch passieren, dass die Anzeige verkauft ist beispielsweise. Sie haben zwar jetzt gebucht gestern und heute verkaufen Sie die Anzeige doch erfreulicherweise, können Sie ja wieder ausbuchen und kriegen das Guthaben auch wieder zurück. Also Sie müssen gar nicht unbedingt die Anzeige drinnen lassen. Wenn es also bis Anzeigenschluss können Sie das jederzeit verändern. Das wissen viele nicht, dass das geht. So, jetzt dieser ganz unbeliebte Bereich Händler-News, weil das ist Arbeit, das zu tun, also es machen wenige. Es gibt den Bereich Händler-News, dort reingehen, neue Anzeige erstellen, Titel, Beschreibungstext, Linktext, URL und ein Bild hochladen und Sie haben ein News erstellt. Wir haben dort die News, Landwirt kommen und stolz darauf und Sie haben eine Auswertung, Sie sehen, die Anzeige, die erst seit 2 Tagen online ist, ist 227 Mal gesehen worden und hat 4 Klicks bis jetzt gekriegt. Jetzt nicht die Welt, probieren Sie es aber mit Ihrem Konto. Das ist nämlich bei jeder Ihrer Maschinen dabei. Und das hat, muss ich da oben her sagen. Ich glaube, die Lisa hat es unter Gewinnspiel vorher gefunden. Genau. Das ist einer Ihrer Anzeigen. Da auf der Seite haben Sie diese Händler-News im Plus-Tarif zumindest fix platziert, auch im normalen Basic-Tarif, aber ein bisschen weiter unten und ein bisschen abgeschwächter. Und dann haben Sie da unten 2 Angebote. Und die 2 Angebote sind aus Ihren Angeboten. Und das wissen auch viele nicht. Und das ist ein bisschen tricky, weil tricky ist, man muss eine Händler-News erstellen, um diesen Platz zu kriegen. Also Sie müssen irgendeine Händler-News machen. Sie können aber auch eine Händler-News machen, die heute halt immer gültig ist. Vereinbaren Sie mit uns einen persönlichen Beratungstermin oder einen Telefontarif oder irgend sowas. Und die haben Sie da gemacht und die können es deaktivieren. Können wir mal ausprobieren. Ich deaktiviere es kurz und dann schauen wir, was da passiert. Ah, okay, dann in dem Fall ist es die gleiche Anzeige, weil das unsere Eigenanzeige ist. Wenn Sie diesen Platz nicht nutzen, dann nutzen wir ihn für Sie und spielen in einer Eigenanzeige von uns ein. Und darum ist es in dem Fall zufällig die gleiche gewesen, die Sie vorher gesehen haben. Aber das ist nur, weil Sie ihn nicht nutzen, nicht weil wir sie überbuchen. Sie können den nutzen und Sie sehen, Sie müssen ihn nutzen, weil sonst sind unten die 2 Maschinen auch weg. Ich muss nur schauen, ob... Naja, nutzt das nehme ich an. Bin mir nicht sicher, aber ich nehme es an. Sie sehen, das sind 2 Maschinen, die Sie besonders noch hervorheben können. Wie machen Sie das jetzt? Sie aktivieren eine Händler-News. 5 haben Sie zur Verfügung. Und Sie gehen auf die Angebote. Und haben da die Funktion, die hat bis gestern App geheißen, weil das war ein bisschen ungünstig. Das ist zwar in der App auch regional hervorgehoben, aber die Leute haben es nicht verstanden. Wir sagen jetzt Highlight und Sie können da 2 auswählen. Sie können, wenn Sie eine dritte auswählen, das ist zwar offline, sagt das System, das geht gar nicht, weil es sind maximal 2 zum Auswählen. Einfach raufklicken auf die 2 Anzeigen und die kommen hoffentlich da raus. Also Händler-News plus 2 Anzeigen und Sie kriegen schlichtweg mehr Reichweite
und es kostet nicht mehr, weil sie zahlen auch nicht mehr. Warte, jetzt muss ich das schnell schauen. Ah, ist die Umfrage immer noch offen gewesen? Hm? Warte mal. Ich habe nämlich, genau, ich wollte noch, jetzt finde ich, Entschuldigung, da war ich falsch, noch eine zweite Umfrage, die ich vorbereitet habe, was mich nämlich interessiert, welche dieser Maßnahmen verursachen die größten Kosten? Also was ist für Sie das Teuerste in der Umfrage? Sind es Social-Media-Kanäle, sind es Suchmaschinen, sind es landwirt.com, ist es Zeitungswerbung, sind es Veranstaltungen, falls die wieder möglich sind? Ist es die eigene, ich habe eine Landwirt.com-Stimme gekriegt, eine Veranstaltung, falls die wieder möglich ist. Ist es die eigene Webseite oder sind es Folder- und Postwurfsendungen? Was verursacht für Sie wirklich die meisten Kosten? Würde mich interessieren. Weil den Nutzen haben wir ja vorher schon gehabt. Oder die Wichtigkeit. Ich beende, dass wir nicht die Zeit völlig überschreiten, die Umfrage. Und wir haben aus Kostenfaktoren Zeitungswerbung, die viel Kosten verursachen, und Veranstaltungen. Suchmaschinen sogar ein bisschen mehr, glaube ich, wie landwirt.com. Da sieht man wirklich, es ist definitiv so, dass Veranstaltungen viel kosten, Zeitungen viel kosten, all diese Dinge. Resultate freigeben. Und jetzt haben wir noch. So. Umfrage. Und jetzt habe ich noch eine letzte Frage, das für Sie wahrscheinlich auch spannend ist. Welche dieser folgenden Punkte sind in der Vermarktung besonders wichtig? Wählen Sie bitte die drei wichtigsten Faktoren. Ist es die Produktdarstellung im Internet? Ist es die Präsentation am Betrieb? Ist es die schnelle Reaktion auf Anfragen? Ist es die fachliche Beratung? Ist es vielleicht sogar die sofortige Verfügbarkeit des Angebotes? Ist es professionelle Aufbereitung der Maschine? Ist es der billigste Preis? Das ist nämlich ganz entscheidend. Ist es der? Oder ist es die Sympathie mit dem Verkäufer, mit der Verkäuferin? Bei Tesla übrigens sind lauter Damen im Verkauf und die sind definitiv sympathisch und nett. Also von dem her ist das ein wichtiger Faktor. Was sind wirklich die wichtigen Punkte? Sie können inzwischen auch raten, wer da gewinnt. So, ich beende die Umfrage wieder und gebe die Resultate frei. Die Produktdarstellung im Internet ist es. Eben, es ist ein wichtiger, mit dem hätte ich aber gar nicht gerechnet, ehrlicherweise. Aber dass das wichtig ist, ist keine Frage. Also präsentieren Sie sich gut, machen Sie sich Gedanken. Dann Präsentation am Betrieb würde ich auch sehr wichtig empfinden. Also was ich jetzt ehrlicherweise nicht so super cool finde, ist, wenn da eine Maschine, wenn extrem viele Maschinen nebeneinander stehen, dass man nicht zwischendurch gehen kann, dass man sich die Maschine nicht gut betrachten kann und Co. Also von dem her würde ich ja das sogar als wichtig empfachen, ja 25%. Schnelle Reaktion auf Anfragen, absolut wichtig. Also ein Kunde ist ja ein ungeduldiges Wesen. Also das ist jeder inzwischen. Also wenn ich heute schreibe, möchte zumindest morgen eine Antwort haben. Am Wochenende muss das nicht sein, aber unter der Woche wäre das schon wichtig, schnell zu antworten. Fachliche Beratung, glaube ich auch, dass das sehr wichtig ist. Gerade Kunden der Neuzeit und der Zukunft, die kaufen wirklich Ernteketten, die kaufen wirklich professionelle Dinge, die wollen schon
gut beraten werden. Interessant, kein einziger hat gesagt, die sofortige Verfügbarkeit des Angebotes. Das wundert mich sehr, weil ehrlicherweise höre ich das sehr, sehr oft. Die Verfügbarkeit ist ein wichtiger Faktor. Und die professionelle Aufbereitung der Maschine, klar, ist wichtig. Und was wir jetzt da definitiv bewiesen haben, der Preis ist überhaupt kein Faktor. Also es bleibt nicht der wichtigste Faktor. Darum, mein Tipp, Preis auf Anfrage sollte eigentlich der Vergangenheit angehören. Zumindest bei Gebrauchtmaschinen. Der Kunde möchte einen Preis haben. Der möchte jedenfalls wissen, auf was er sich da einlässt. Und es ist nicht wichtig, dass es der billigste ist. Im Gegenteil, ich suche sehr, sehr oft sogar bei Autos nach dem besten Preis. Wieso mache ich das? Weil ich den bestausgestattetsten will und nicht den am schlechtesten ausgestattetsten. Also von dem her kann man das definitiv machen. Und die Sympathie, klar, absolut. Also ich bin auch der Meinung, ich kaufe lieber beim Sympathischen wie beim Unsympathischen. Das ist einfach so. So. Ups, nein, nicht bearbeiten. So. Ist jetzt die Umfrage zugemacht? Ich hoffe. Gut. Gibt es jetzt Fragen zum Admin-Bereich? Habe ich jetzt Dinge komplett vergessen? Also diese Statistik ist die alte, die spielt eigentlich wenig Rolle. Ich stoppe jetzt einmal die Präsentation und schaue mal im Chat, ob da Fragen gekommen sind. Jedenfalls die Unterlagen schicke ich natürlich, also die Unterlagenpräsentationen kommen. Wenn wer direkt in seinem Konto die Dinge anschauen möchte, gemeinsam mit einem Verkäufer von uns oder mit einem Mitarbeiter von uns, bitte einfach bei uns melden. Wir können sowohl Teams-Meetings, Zoom-Meetings, alles anbieten und direkt durch Ihr Konto schauen. Ich hätte gern Zahlen von sehr, sehr erfolgreichen Händlern gezeigt. Darf ich natürlich nicht, weil das wollen Sie auch nicht, dass wir die Daten von Ihnen weiterschicken. Aber man kann in jedem Konto Dinge finden, die man verbessern kann. Und sei es, also was ich jetzt vor kurzem gesehen habe, Traktorverkauf und lustigerweise als erstes Foto waren Kabinenfotos ausgewählt. Man hat gar nicht gesehen, was da wirklich verkauft wird. Und schauen Sie sich einmal kritisch die Übersichtsseiten an, wie viele schlechte Fotos da eigentlich drinnen sind. Also es ist teilweise ganz erschreckend, wie schlecht die Fotos sind. So, hat noch irgendjemand eine Frage? Kann auch eigentlich auch zu anderen Themen sein, die uns jetzt vielleicht betreffen in der Vermarktung, im Konto, was man besser machen kann oder was man einfacher machen kann. Der Florian, danke Florian, hat einige gute Dinge gesehen. Er macht auch einige Dinge schnell und gut und richtig. Beispielsweise ist natürlich immer der Samstag und der Sonntag ein wichtiger Tag in der Vermarktung von Maschinen. Da ist viel los, also Freitag Maschinen zu aktualisieren macht definitiv Sinn. Eben diese Maschinen mit Videos zu versehen, macht schon deswegen Sinn, weil es bei uns auf der Startseite mehr Reichweite kriegen und weil sie auf Social Media Kanälen bei uns geteilt werden. Das macht jedenfalls Sinn. Sind die Umfragen immer noch nicht geschlossen? Also Umfragen kann man selber schließen. Danke, ich bin nämlich schon ganz verzweifelt, weil ich da kein Umfragen schließen kriege. Das beruhigt mich, weil die habe ich gestern am Abend dann noch eingebaut, weil ich mir gedacht habe, doch vielleicht ein paar spannende Dinge für Sie dabei, wie man Umfragen sieht. Und ich habe da keinen Schließen-Button gefunden. Gut, dann sage ich
herzlichen Dank. Wir haben ziemlich genau ganz genau die Stunde eingehalten. Das war jetzt gar nicht so genau abgestimmt. Ich hoffe, es war für jeden zumindest ein Tipp dabei, den er, ich muss doch noch einmal zurückgehen, was ich völlig vergessen habe, noch wirklich kurz herzuzeigen, war dieses Google My Business. Warte, ich teile nochmal ganz kurz hier. Das sollten Sie nämlich jedenfalls machen. Also vor allem, das kostet Sie wirklich nichts. Das macht definitiv Sinn. Also ich suche jetzt bewusst einmal uns einfach. Wenn man regional sucht bei Google, findet man Business-Einträge von Händlern, die das gut machen und erfolgreich machen. Und das nimmt natürlich viel Platz ein und das sind auch die Bewertungen, genau die gleichen Bewertungen, die bei uns rauskommen. Einmal schauen, wie man in dieses Google My Business reinkommt. Ups. Dann anmelden bei mir. Das habe ich nämlich vorher nicht gemacht. Und die Rezensionen anschauen, also diese eigenen Bewertungen, die man kriegt. Und Josef, es tut mir leid, ich weiß, du bist im Webinar, ich habe deinen Eintrag noch nicht beantwortet, weil ich auf heute gewartet habe, weil man gedacht habe, ich beantworte das heute gemeinsam. Der Josef Benzinger schreibt zum Beispiel, größtes Angebot an neuen Gebrauchtmaschinen, schnelles und genaues Finden der passenden Maschine. Und ich kann jetzt, und das macht Sinn, einfach freundlich zu sein. Herzlichen Dank für die super Bewertung und auf eine gute weitere Zusammenarbeit. Arbeit Thomas von Landwirt.com. Das war jetzt die positive Beantwortung der Frage. Das ist relativ einfach. Also kurz antworten. Ist ein Kundenkommunikationsinstrument, das man nutzen sollte. Und Sie haben ja gesehen, wie einfach das ist. Und einfach einmal durch dieses Google My Business durchschauen, gestalten, Möglichkeiten suchen. Und wenn Sie heute nur eines machen, einen einzigen Kunden von Ihnen sagen, bitte schreib uns eine Bewertung, eine positive, suchen Sie sich einen positiven Kunden aus und kann der gerade böse auf Sie ist und sagen Sie, bewerten Sie uns. Das sage ich jetzt auch zu allen, die heute da sind. Bitte eine Bewertung schreiben, eine kleine Rezension, weil dann haben wir nämlich nicht nur 30, sondern vielleicht 50 Rezensionen und werden immer wichtiger. Und schauen Sie mal bewusst bei uns in den Android Store oder in den iOS Store, wie viele Bewertungen wir haben. Und vergleichen Sie es mit unseren Mitbewerbern und Sie werden sehen, es ist ein riesengroßer Unterschied. Von dem her wollte ich den Tipp jetzt unbedingt auch noch unterbringen, weil es für euch alle absolut Sinn macht. So, jetzt sage ich herzlichen Dank. Falls Sie mehr wissen wollen, greifen Sie zum Telefonhörer 0316 93 12 68. Ich persönlich habe Durchwahl 300, aber auch 31, 32, 33 ist der Verkauf, also der Divisions-Mitarbeiter von uns. Und wir beraten Sie gern, schauen uns auch gern das Konto gemeinsam an und optimieren es und helfen Ihnen, 81% mehr Reichweite in Zukunft zu machen. Dankeschön.